Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Efi und heute mal aus etwas erstmal ungewöhnlicher Perspektive. Ich habe die Kamera gerade in der Hand, weil ich auch direkt gleich mit dem neuen Projekt starten möchte, beziehungsweise mit dem Teil des Projektes, welches ich euch gerne zeigen möchte, wie ich das male. Und zwar habt ihr mich schon vor längerer Zeit mal gefragt, ob ich euch nicht zeigen könnte, wie ich eigentlich so male und gestalte. Und ja, ich arbeite gerade in einem Bild in Fragile World von Kirby Rosanes. Und dieser kleine, süße, europäische Hamster, Feldhamster, eignet sich nahezu perfekt, um euch mal zu zeigen, wie ich Fell male und womit ich das mache. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, andersrum. Wie auch immer, wir fangen einfach gleich einmal an. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen Gras hier gemalt und ich dachte mir, bevor ich jetzt hier die rechte Seite mit dem Gras male und danach dann zu dem Hamster komme und dann immer wieder mit den Händen über das Gras gehe, schiebe ich jetzt einfach mal den kleinen süßen Hamster dazwischen und zeige euch, wie ich den male. Okay, ich baue jetzt hier noch mal kurz die Kamera um und dann geht's auch direkt los. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Okay, in Vorbereitung auf dieses Bild, also diesen kleinen Hamster, habe ich mir vorher auf Google so ein bisschen Hamsterbilder angeguckt, um so ein Gefühl für die natürliche Fellfarbe des Hamsters zu bekommen. Ich habe festgestellt, dass Feldhamster, europäische Feldhamster, tatsächlich überwiegend bräunlich, rötlich, terrakottamäßiges Fell haben mit hellen Flecken und natürlich diesen typischen dunkelbraun bis hin zu schwarzen Bäuchlein. Der liebe Kirby macht es uns Ausmalkünstlern tatsächlich relativ einfach. Er hat die Fellstruktur, die Zeichnung, in welche Richtung die Feldstruktur geht schon richtig, richtig gut vorgezeichnet. Das ja, erleichtert uns jede Menge Arbeit. Ich mache es tatsächlich vielleicht mal so als Tipp. Ich habe ja, wenn ihr es vielleicht wisst, zwei Kater und wenn ich Tiere ausmale und es ist eigentlich fast egal, welches Tier mit Fell, dann schaue ich mir eigentlich meine Katzen an oder streichel den mal übers Fell und gucke, wie zum Beispiel an den Beinen oder so, da bin ich mir manchmal unsicher, wie da so die Fellstruktur tatsächlich verläuft. Und dann gucke ich mir meine Katzis an und dann weiß ich eigentlich, wie das ungefähr auszusehen hat. Genau, weiterhin hat Kirby auch schon richtig gut den Hamster vorschattiert. Das heißt, hier, wo die Stellen hell sind, da ist auch in der Wirklichkeit das Fell relativ hell so. Ivory-mäßig, teilweise auch hier um den Mund so ein bisschen richtig hell, also schon fast weiß. Genau. Nicht wundern, ich habe hier noch ein Bild neben mir auf meinem iPad liegen. Ab und zu könnte es sein, dass ich mal rüberschaue, um zu nochmal sicherzustellen, dass ich noch einigermaßen richtig bin. Genau. Oder beziehungsweise um da nochmal so ganz kurz nochmal drüber zu gucken. Es muss ja nicht super akkurat und Real-Life-mäßig sein, zumal ja sowieso jedes Tier irgendwie ein Individuum ist und anders aussieht. Das ist ja bei uns Menschen genauso. Genau. Ich verwende im Gegensatz zu dem Gras, was ich hier unten schon angefangen habe, ich versuche das mal so gut es geht einmal hochzuschieben, um euch das einmal zu zeigen. Hier unten beim Gras habe ich die Derwent Inktense verwendet, auch für die Blümchen und die Prismacolor und den Uniball, nein, Quatsch, Blödsinn, den Sakura Jelly Roll. Genau, für die Highlights und die Prismacolor habe ich verwendet, um eben über die Highlights auch nochmal drüber zu gehen. Hier bei dem Grün zum Beispiel, damit eben dieses
Weiß nicht, so super prägnant rauskommt, um dem Ganzen so ein bisschen einen natürlichen Touch zu geben. Genau. Für den Hamster verwende ich meine heißgeliebten Polychromos. Und zwar deshalb, weil die meisten von euch werden es wissen, die Polychromos sind auf Ölbasis. Das heißt, sie sind härter als die Prisma Colors und somit lässt sich mit ihnen, weil sie auf Ölbasis sind, einfach einfacher, wie soll ich sagen, nochmal so ein bisschen mehr Textur ins Fell geben. So, und ich habe mir die folgende Farbpalette rausgesucht für das Fell und für diese ganz dunklen Stellen auf jeden Fall und auch für die Schattierung habe ich hier einmal Black. Und ich habe hier Burnt Umber mir ausgeguckt. Und ich finde ja, dass das Burnt Sienna immer ein wunderschönes, schon leicht rötlich-orangenes Braun ist. Genau. Und wo das Fell nachher heller wird, da habe ich zum einmal hier Rötel Sanguina. Terracotta. Wundert euch nicht, warum einige meine Stifte so ein bisschen schmuddelig hier hinten aussehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das bei meinem Polychromos mal so passiert. Das habe ich bei keinen anderen Stiften. Aber bei denen sieht das Hinterteil immer ein bisschen schmuddelig aus. Aber gut, so ist das nun mal einfach. Ich schreibe euch ja die Farben wie gewohnt auch unten in die Beschreibung und werde sie auch immer wieder erwähnen beim Ausmalen. Von daher dürft ihr euch das dann nicht verloren gehen, was ich hier verwende. Genau, dann für die Öhrchen und auch für die Nase habe ich mir noch Venetian Red rausgesucht, also venezianisches Rot auf Deutsch. Und das Näschen und die Lippen, die sind tatsächlich so ein bisschen ganz leicht rosa noch angehaucht. Von daher habe ich hier auch nochmal Light Magenta. Und eventuell nutze ich auch noch den Light Flesh Ton. Und wenn ich mit dem Polychromos arbeite, darf zum Verblenden auch einfach mein heißgeliebtes Ivory nicht fehlen. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch, ja, hier sieht man richtig, wie schmuddelig der ist. Also wundert euch nicht, ich gehe mit den Stiften vorsorgsam um. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich die Stifte oftmals alle zusammen in einer Hand halte und sie deswegen aneinander reiben. Keine Ahnung, also weiß es auch mit dabei. Gut. Ich habe auch noch mir nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich das Video jetzt tatsächlich auch in Gänze aufbauen werde. Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen was erklären, natürlich. Das auch zum Mitmalen filmen. Vielleicht nicht den kompletten Hamster. Entweder werde ich das beschleunigen, also Speed Coloring nachher zum Schluss machen, nachher, wenn es sich relativ doll wiederholt. Oder aber ich mache irgendwie die Hälfte fertig und zeige euch dann nachher zum Schluss nochmal, wie es fertig aussieht. Wir gucken einfach mal, wie wir da mit der Zeit hinkommen und wie es jetzt vorangeht. Genau, also ich konzentriere mich jetzt erstmal so ein bisschen auf die linke Seite und dann schauen wir einfach mal. Genau. Okay, ich fange dann auch direkt gleich mal mit dem Öhrchen an. Und wie gesagt, Kirby ist richtig cool, was das Schattieren angeht. Er hat hier schon richtig schön vorstrukturiert. Ach so, und nicht zu vergessen natürlich mein Sakura Jelly Roll. Der kommt nachher auch noch zum Einsatz. Der, finde ich, macht tatsächlich den ganzen Fellzauber noch mal ein bisschen authentischer. Genau. Okay, let's go. Venetian Red habe ich jetzt hier als erstes. Weil die Öhrchen, die sind halt tatsächlich so ein bisschen fleischfarbend. So. Und da gehe ich einfach mal so die, wo ich denke, dass die meisten
Schatten sitzen und wo Kirby das auch schon so super vorschattiert hat. Mit leichtem Druck rein und mal das einmal schön aus. Wie ihr seht, verwende ich vor allem die kreisende Bewegung. Das geht mir tatsächlich auch schon in Fleisch und Blut über. Und kann ich euch auch sehr empfehlen, wenn ihr Wert darauf legt, nicht zu viele Streifen zu haben in eurem Bild, wenn ihr ein ebenmäßiges Bild haben möchtet, Smoothie-Übergang, dann nehmt kreisende Bewegung und leichten Druck und dort, wo ihr die Farben intensiver haben möchtet, wiederholt ihr den ganzen Spaß einfach und geht da einfach nochmal und nochmal drüber. So, hier nochmal ein bisschen. Wunderbar. Ich habe im Moment gerade Urlaub und bin super glücklich, weil so produktiv und kreativ, wie ich aktuell bin, war ich schon lange nicht mehr. Oh, jetzt hört ihr meinen kleinen Pelli. Ich weiß gerade nicht, was den juckt. Wahrscheinlich einfach ein bisschen Langeweile. Ich hoffe, mein Poldi, der mir hier in der Hängematte gegenüber sitzt, lässt sich davon jetzt nicht anstecken und motivieren. Weil sonst muss ich einmal unterbrechen. Und aufpassen, dass sie sich nicht kappeln, zu sehr kappeln, natürlich. Mein Poldi springt natürlich hoch. So, ich wechsle jetzt einmal. Nee, ich wechsle einmal zu Light Magenta und mache hier so einen ganz, ganz, ganz feinen Touch Rosa mit rein. Also Rosé ist das hier so. Ganz, ganz leicht bei der Nase und bei der Lippe, bei der Unterlippe kommt das tatsächlich ein bisschen mehr zum Tragen, das Magenta. Aber hier möchte ich das nur ganz, ganz, ganz leicht mit reinbringen. Wunderbar. Und jetzt nehme ich aber den Light Flash und gehe nochmal über alles drüber so ein bisschen und lasse das zu den hellen Stellen. Weiter auslaufen. Wunderbar.
schiebe das mal so ein bisschen mittig ins Bild. Ich hoffe, das ist dann noch besser zu erkennen. So. Okay. Gut. Und dann nehme ich nochmal mein Ivory und da beginne ich tatsächlich von der hellsten Stelle und verblende dann in den dunkelsten Part rein. Mit den Lichtverhältnissen ist das immer echt so eine Sache. Hier auf dem Blatt Papier sieht das jetzt gerade richtig gut aus. So, aber ich weiß immer nicht so recht, ob die Kamera das auch so erfasst, wie ich mir das vorstelle. Aber meistens klappt es ja dann doch ganz gut. Jetzt habe ich natürlich mit den ganzen hellen Farben mein venezianisches Rot so ein bisschen wieder reduziert oder aufgehellt. So, und weil ja für mich das Ausmalen überhaupt nichts, aber wirklich auch gar nichts mit Zeitdruck zu tun hat, habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Den ganzen Spaß hier noch mal zu intensivieren. So. Kann auch dann gerne noch mal ein bisschen mehr Druck aufgewendet werden. Ja, okay. So, und jetzt machen wir noch so ein bisschen die Außenseiten von den Ohren. Auch da nehme ich jetzt, das bleibe ich beim venezianischen Red. Mache aber davon tatsächlich nicht zu großflächig. Wo könnten wir noch ein bisschen was vertragen? Hier auf jeden Fall. So. Vielleicht hier unten auch noch ein bisschen. Viel nach Bauchgefühl. So, jetzt das Flashlight, weil die Außenseiten sind ja halt auch einfach heller. Oder das steht ja aus dem Ohr raus. Deswegen möglicherweise werde ich hier nachher auch noch das Fell so ein bisschen reinzeichnen, reinmalen, sodass da der Übergang einfach auch ein bisschen
Okay. Noch mal ein bisschen verblenden. Und dann verzichte ich hier auf Magenta und verblende direkt mit meinem Ivory. Krass, ich wollte euch zeigen, wie ich Fell male und bin jetzt schon 20 Minuten fast nur mit dem Ohr in Gange. Okay, ich gehe da bestimmt nachher nochmal drüber. Aber ich denke, für den ersten Auftakt reicht das hier mit dem Öhrchen. Oh, ich stelle gerade fest, ich habe hier gar kein Papier zwischengelegt, was ich sonst eigentlich immer mache. Das hole ich jetzt eben nochmal schnell nach, weil ich nicht möchte, dass die Druckerschwärze sich auf die andere Seite abdrückt. Das wäre doch zu schade. Okay, nun aber zum eigentlichen Fell. So, hier um die Ohren rum und hier so ist die Fellfarbe recht Terrakotta-mäßig. Ich fange mal ganz leicht mit dem Burnt Sienna an. Und da, wo ich denke, dass es besonders dunkel ist, fange ich mal an, hier so Strichchen zu setzen. Und ihr seht, ich habe die Stifte sehr, sehr spitz angestiftet. Damit ich hier halt auch wirklich so kleine Fellstriche hinbekomme. So, und ich drücke quasi auf und lasse das so nach außen hin in Fellrichtung auslaufen. So. Und ein Tipp kann ich euch noch geben. Ich habe festgestellt, je mehr Farben man verwendet, um Fell zu zeichnen, desto realistischer, finde ich, wirkt es dann am Ende. So, hier mache ich noch ein paar Striche rein. So, da wo ich denke, dass es am dunkelsten ist, kommt ein bisschen mehr. So, ein paar Strichchen rein. Wieder ein bisschen mehr. Gerne auch den Stift einfach mal drehen zwischendurch. Dann könnt ihr die Farbe länger nutzen. So. Genau, dann nehme ich den Rötel Sanguina. Und gehe auch noch mal über die Burnt Sienna Striche drüber, damit sich die Farben einfach ein bisschen besser vermischen. So.
Und ja, Fell zu zeichnen ist tatsächlich eine etwas langwierige Geschichte, wenn man das gerne realistisch machen möchte. So, dann nehme ich mal Terrakotta. Auch da gehe ich wieder über alles drüber und mache sozusagen den Kreis einfach ein bisschen enger zu den Augen hin und zu den hellen Flächen. Und ich werde nicht müde, wie immer schön meine Kreise zu ziehen. So, meine Striche zu stricheln. Irgendwie stelle ich fest, dass ich wenig Kontrast hier sehen kann. Ich bin mal so frei und mache einfach jetzt an dieser Stelle schon mein Sakura Jelly Roll und hilft mir da ein bisschen mit. Und wenn er dann malt, so jetzt malt er, mach einfach die Striche ein bisschen schwarz, die schwarzen Striche ein bisschen weiß. Weil ich glaube, das lässt ihn dann am Ende etwas natürlicher aussehen. So, und das muss auch nicht so super genau sein. Ist auch nicht schlimm, wenn so ein bisschen das Schwarz noch durchguckt. Diesen ganzen Bereich bisschen wir wissen ja jetzt, wo der mittlere Fellfarbton lang geht. Von daher sind die Hilfslinien jetzt nicht mehr so wahnsinnig wichtig für mich. Ich könnte natürlich auch diese ganzen Striche mit weißer Acrylfarbe wegmachen.
Aber dann wäre das so flächendeckend weg. Und eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich finde das schon ganz cool, dass hier immer noch so ein bisschen unterschwellig das Schwarz mit drinne bleibt. Aber eben nicht so prägnant. So. Eine schöne Beschäftigung. Das Schöne ist bei dem Sakura Jelly Roll, dass man da halt einfach auch richtig gut wieder drüber malen kann. Teilweise wird die Farbe abgehen, der Weichstift. Teilweise wird sie aber auch noch stehen bleiben. Aber auch das trägt dazu bei, dass wir der Natürlichkeit ein Stückchen näher kommen. So, erstmal. Und ich glaube, da wo richtig viel Schatten ist oder wo ein bisschen mehr Kontrast ist, nehme ich jetzt auch gleich Burnt Umber. Aber damit versuche ich jetzt wirklich vorsichtig umzugehen. Hier, wo die Öhrchen sind. Also entweder bilde ich mir das ein oder meine heißgeliebten Polychromes funktionieren auf dem Papier nicht ganz so besonders gut. Burnt Sienna. Oder es liegt daran, dass die Stifte so spitz sind. Ich habe mich schon öfter mal festgestellt, dass ich teilweise farbintensivere Ergebnisse bekommen, wenn ich die Stifte gar nicht so angespitzt habe. Aber für Fell brauche ich nun mal einfach spitze Stifte. Genau, oft haben so fällige Tierchen um die Augen herum so einen kleinen weißen Kranz. Der ist bei unserem
europäischen Hamster tatsächlich nicht vorhanden. Wenn ihr mögt, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr euch sonst noch so von meinem Kanal wünscht oder was euch heute schon besonders gut gefällt, wovon ihr gerne mehr sehen möchtet. Ich weiß, dass diese Ausmalvideos immer unfassbar lang sind. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, ob ihr das gut findet. Also ich erkenne es natürlich auch an den Likes und an euren Kommentaren, aber Ich bin auch super gerne mit euch im Austausch. Genau, Rötel Sanguina nochmal. Und würde mich davon daher freuen, wenn wir den Kanal einfach gemeinsam cool gestalten können. Letzte Woche hatten wir hier mega, mega heißes Sommerwetter und das war so toll. Ich habe mich so gefreut, weil ich bin definitiv echt ein Sommerkind. So, und diese Woche ist es jetzt wieder so ein bisschen bedeckt und ja, fast schon 6-7 Grad Unterschiedstemperatur. Da muss man auch erstmal irgendwie wieder mit klarkommen. Nee, da kommt nichts an Farben. So. Und weiter geht's. Nein, auch da ist das weiß. Also das ist übrigens hier der Mono Zero Radiergummi, den nutze ich tatsächlich im Moment fast nur noch. So, und Terrakotta und ich finde hier oben kann man jetzt schon ganz gut erkennen,
was ich meine mit dem realistischen Look und dass das Schwarz jetzt nicht mehr zu sehr durchkommt. Ich werde nachher die Öhrchen auch noch ein bisschen mit dem Sakura Jelly Roll covern, die Linien, weil Fakt ist ja, dass ja in der Natur irgendwie nichts schwarze Outline hat. Schwarze Outline hat, es sei denn, es, der Gegenstand ist tatsächlich auch schwarz. Ja, das ist die Art und Weise, wie ich Fell male. Mit wahnsinnig viel Geduld. Und meistens habe ich entweder irgendwie einen anderen YouTube-Channel hier laufen, irgendwie einen Livestream oder andere Koloristen, die ich sehr bewundere, und dann male ich und gucke da. Manchmal höre ich auch einfach nur Hörbuch oder sehe irgendeine Serie oder einen Film. Wobei ich tatsächlich schon festgestellt habe, wenn ich hier für euch filme und nichts nebenbei läuft, ich wirklich am produktivsten bin. So. Okay, gut, gut, gut. Dann wechsle ich jetzt einmal zum Ivory. Verblende einmal die bereits ausgemalten Stellen noch miteinander, auch wieder in strichelnden Bewegungen, und gehe dann aber auch gezielt in die hellsten Stellen rein. Sind hier immer noch ein paar zu dunkle Stellen.
Ich denke, dieses Prozedere, was ich jetzt hier gerade veranstalte, wird sich noch ein bisschen hinzögern oder hinauszögern. Und von daher werde ich jetzt wahrscheinlich gleich einmal nicht mehr sappeln. Ich habe jetzt Weiß genommen, um hier tatsächlich auch nochmal die hellsten Stellen auszumalen. Und einfach mal ein bisschen die Geschwindigkeit beschleunigen. Und dann melde ich mich gleich wieder zu Wort.
Jetzt melde ich mich nochmal zu Wort. Also das ist tatsächlich der Weg, wie ich versuche, Stück für Stück den kleinen Kerlchen, den kleinen Tierchen Leben einzuhauchen. Ich werde jetzt nochmal einmal mit euch die Nase und die Lippe ausmalen und auch nochmal ans Ohr gehen, um das ein bisschen realistischer zu machen. Und dann denke ich, werde ich den Rest tatsächlich außerhalb der Kamera weiter malen und euch dann am Ende das fertige Bild präsentieren. Ich denke, ihr habt damit aber schon mal einen guten Eindruck bekommen, wie ich mich so Stück für Stück vorarbeite. Normalerweise nehme ich mir sogar noch kleinere Parzellen vor und versuche die erstmal so perfekt wie möglich zu machen oder so schön wie möglich. Aber um euch nicht noch mehr zu langweilen oder wie auch immer, habe ich jetzt mir eine größere Fläche vorgenommen. Ich nehme hier jetzt gerade wieder das venezianische Rot. So. Male hier die Stellen, wo ich denke, dass die Schatten am tiefsten sind, wieder damit aus. Und wie gesagt, die Nase ist tatsächlich bei diesen kleinen Hamstern ein bisschen mehr rosa, deswegen kommt hier jetzt Light Magenta noch mal zum Einsatz. Nochmal wie Venetien Red. Bisschen. Und ja, die Polychrom muss die leben einfach von Schichten, 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 wie man jetzt auch wieder gesehen hat. Das ist das Zauberwort schlechthin. Man hätte jetzt natürlich auch, vielleicht mache ich das sogar in einem der nächsten Kirby-Bilder, vielleicht erstmal eine Schicht mit einem ganz, ganz hellen Ivory, vielleicht mit Aquarellfarbe vorlegen können. Muss ich dann auch mal irgendwie weiter ausprobieren, inwiefern das was bringt. So, und hier verblende ich mit Weiß. Hier nehme ich jetzt noch mal kurz das venezianische Rot. Lass das noch ein bisschen zarter auslaufen. Nimm das Light Magenta. Und vielleicht doch noch mal ein bisschen Fleischfarbe hell. Sofern das Papier dann gewillt ist, hier noch irgendwie Farbe anzunehmen. So, Sakura Jelly Roll. Auch hier mache ich mal so mit Pünktchen Outlines ein bisschen weicher. So.
Hier so. Bisschen nett aufweichen. Das venezianische Rot. Das Light Magenta und nochmal ein bisschen Weiß und das Nasenloch hebe ich jetzt nochmal mit Schwarz vor, weil da ist es nun mal einfach wirklich dunkel drin. Zack, zack. Leicht venezianisches Rot, Light Magenta. Übrigens habe ich hier bei dem Fell nachher zum Schluss ganz schön doch Kraft aufgewandt. Das merkt man auch, dass da jetzt doch ganz schön Kraft reingeflossen ist bei meinen Strichen. Aber ich denke, das ist schon ganz okay, so wie es bisher, bis es jetzt aussieht. So. Fürs nächste Mal merke ich mir auf jeden Fall, dass ich da eine andere, und wenn ich mit dem Polychrom muss arbeiten, will hier nochmal irgendwie eine Schicht runterpacke. Irgendwie Wasserfarben, vielleicht auch die Derwent Inktense. Mal sehen. Aber probieren geht über Studieren und ihr seht, dass auch ich noch viel ausprobieren muss. Will, kann, darf. Und das macht ja auch irgendwie den Reiz aus, nicht? Okay, gut, dann kümmern wir uns jetzt nochmal ums Öhrchen. Doch hier will ich gar nicht zu krass mit den weißen Linien arbeiten. Ich tupfel das auch manchmal ein bisschen weg, damit halt die Outlines nicht ganz so stark wechseln, dass die Kontur noch zu sehen ist. Aber so dieses krass Schwarz halt einfach übergetüncht ist. So. Zack, zack, zack. Weil eigentlich möchte ich ja gern, dass die Tiefe dadurch entsteht, dass ich gut schattiert habe. Und ich merke auch, dass auf den Derwent Intense der weiße Stift etwas leichter arbeitet als auf dem Polychromos, weil da hat man jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen diese Ölschicht, die entsteht, wenn man viele Schichten übereinander legt. So, nicht wundern, mein Mann kommt gleich wieder nach Hause. Wahrscheinlich werdet ihr hören, wie ich ihm gleich sage, dass ich halt gerade ein Video drehe. Weil er neigt dazu, wenn er erstmal reinkommt, hallo, 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 ist hier wer? Ich bin zu Hause, Aufmerksamkeit. Genau, ich
mache hier die Strichelis auch noch mal ein bisschen weg. Tippel das noch mal über. Und wir wollen ja auch demnächst gleich noch mal Abendbrot essen. Das heißt noch mal überhaupt Abendbrot essen. So, und damit der Effekt, den ich gerade besprochen habe, auch gut rauskommt, gehe ich hier nochmal mit den dunkleren venezianisches Rot. Ich bin mal mutig und versuche mal mit Burnt Sienna hier nochmal so ein bisschen dunkleren Schatten reinzukriegen. Ja, ich drehe gerade Video. Habe ich nicht gesagt. So, doch, das mit dem Burnt Sienna. Das gefällt mir jetzt noch besser. Manchmal muss das ein bisschen reifen, dass man dann sieht, wie und wo man noch irgendwie was rausholen kann. Das war ja eben Burnt Sienna und jetzt habe ich nochmal das venezianische Rot. Einen großen Löffelchen hier. Sehr schön. Light Magenta, nur ein Hauch. Ein Hauch Light Magenta. Flash noch mal. Und Ivory. Und jetzt kümmere ich mich noch mal um die Außenseite. Hier ja auch wie vorhin schon, nehme ich einmal venezianisches Rot, mal hier einmal die dunkelsten Stellen, kann euch ruhig ein bisschen mit ins Fell reingehen. Ein bisschen mehr 3D-Effekt gibt es, hoffe ich, wenn ich hier die Innenseite des dieser Öhrchens da so ein bisschen lang fahre.
kann dann auch ruhig nochmal über die weiße Linie drüber gemalt werden. Das macht nichts. So. Dann Light Flash. Schön ausblenden. Jetzt noch mal oh, das Mittelteilchen habe ich hier ein bisschen vergessen. Ich greife jetzt spontan nochmal zum Birnenzieher. Einfach um hier nochmal ein bisschen nachzuschattieren. Es ist mir ein bisschen zu rosa. Zimt wäre jetzt vielleicht auch nicht schlecht. So ganz spontan gedacht. Und da habe ich jetzt nochmal Zimt. Cinnamon. Ja, das ist das Gute. Wenn man halt, ich habe mit dem Polychromos angefangen zu malen und kenne die Stifte von daher sehr, sehr gut. Ich habe ja Ende 2015 angefangen mit dem Hobby. Das waren meine ersten Künstlerfarbstifte. Und von daher weiß ich relativ gut, was ich von den Stiften zu erwarten habe. Und das sogar ganz ohne dass ich eine Farbtabelle nutze. Aber das ist halt die jahrelange Erfahrung und Übung, Übung, Übung. Mm-hmm.
So, bevor das jetzt ganz wild wird, höre ich jetzt auf. Ich denke, das kann erstmal so bleiben. Beziehungsweise glaube ich, euch damit einen ganz guten Eindruck verschafft zu haben, wie ich da rangehe, Fell zu malen. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen, wie der Hamster nachher fertig aussieht und wie das Bild fertig aussieht. Das zeige ich euch dann. Das werde ich hier in dem Video höchstwahrscheinlich noch mit einblenden. Und ja, das fertige Bild entweder auch oder ihr könnt es halt auf Instagram sehen. Ne? Da könnt ihr mir auch folgen, mich connecten. Da würde ich mich total darüber freuen. Und auch sonst freue ich mich natürlich mega darüber, über jegliches Feedback, das ich von euch bekomme. Und Anregungen, Wünschen, wie auch immer. Sagt mir gerne, was ihr euch wünscht oder wie auch immer. Also, erstmal ihr Lieben, habt vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt auch vielen Dank für all das, was ihr mir schon an Feedback und Support zukommen lassen habt. Ich bin da wahnsinnig dankbar drüber. Ja, macht's hübsch und happy coloring. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.